Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play 7 Days to Die. Und wir sind direkt dabei, hier erstmal die ganzen Einkaufswegen durchzuwühlen. Ob das einer voll war, so wie es ausschaut. Danke fürs Gespräch. Genau das wollte ich doch haben. Wir sind immer noch recht voll, stelle ich gerade fest. Warum bin ich hier oben, wenn ich voll bin? Was habe ich vorhin gemacht? Oh. Ich wollte gerade sagen, nicht mit mir. Nein, 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 lass es bleiben, lass es bleiben. Das willst du doch gerade, genauso wie du hier. Das willst du auch nicht, da weg mit dir. Das lief schnell. Sag mal, hier. War es vorhin nicht noch kalt hier irgendwie? Wo ist mein Auto überhaupt abgeblieben? War es nicht hier geparkt? Ich bin gerade leicht verwirrt. Oh je, oh je, oh je. Auto? Auto? Ach stimmt, ja, das kann sein, dass ich... Haha, warte mal, ich war auf der anderen Seite. Ich war auf der anderen Seite unterwegs, oder war ich das nicht? Ah, ja. Da sind wir zu Hause, okay. Passt, ich weiß wieder, wo ich bin, was ich bin und warum ich hier bin. Zumindest ein Teil davon weiß ich. Können wir noch irgendwas wegtun? Ich meine, Rezepte? Großes Lernelixier? Okay, dann behalten wir. Ich schaue ein bisschen tot aus. Dann behalten wir das zumindest mal. Ich bin immer Eisenpfeil zersägen, das wäre noch was. Wir nutzen das einfach mal zu Gaudi. Können wir das zersägen und dich dafür reinschmeißen? Auch nicht das Verkehrteste. Ich bin einfach zu voll. Ich merke es wieder, ich bin einfach viel zu voll momentan. Da will ich trotzdem noch weitermachen. Ich will trotzdem noch weitermachen. Ich weiß, es ist eine schlimme Angewohnheit. So viel klauen zu wollen rund um die Uhr. Aber wer kann es mir denn wirklich verübeln? Hm? Oh. Hier mit dir, hier mit dir. Ja, ich wollte gerade sagen, gelegentlich ist doch hier auch mal was. Nein. Das brauchen wir definitiv nicht. Welche Getränke? Das wäre jetzt noch eine schöne Sache. Das können wir nur mit links zerlegen. Zerlegen. Zerlegen, sage mal. War jetzt aber nicht viel drin, was ich gebrauchen konnte. Aber zumindest ein paar Rohre und ein paar Eisenteile mit drin. Die können wir dann für die Reling und für das ganze Zeug nutzen. Hallöchen. Achso, das war bloß das. Hö? Aua! Aua! Sag mal, wie. Ich hab dich ja vorhin schon gesehen, aber warum bist du jetzt hier? Warum bist du jetzt bitte hier, hm? Erklär mir das nochmal bitte. Zersägen. Jetzt muss ich selber mal gucken. Schaufel brauchen wir gar nicht so oft. Okay, wir werden gleich sehen, was ich da durch die Gegend schmeiße. Wahrscheinlich Leder und Tierfett, okay. Das ist kontraproduktiv. Vitamine können wir mal benutzen, was soll's. Haben wir zumindest eins gefunden. Was soll's. Was soll's, das eine Ei. Das passt schon soweit, das passt schon soweit. Sollen wir es wieder umtauschen? Yep. Spätestens jetzt bekommen wir dann Probleme. Ist da irgendwas drin? Nein, da oben ist auch nichts, oder? Nee. Hoffe ich mal, dass da nicht noch was drin ist. Oh, zerlegen. Zerlegen. Solange es nur Wassergieße sind, macht es nichts aus. Zerlegen. Und auch hier noch zerlegen. Rein gar nichts. Im wahrsten Sinne ist es wirklich rein gar nichts. Da hatte ich aber auch schon mal mehr Glück mit den ganzen Sachen hier. So, ein bisschen arg viel mehr Glück. Ich will gerade, glaube es alle 7 Tage war. Das heißt, haben wir noch 2 Tage Zeit, bevor die nächste Chance hier losgeht. Zersägen und mitnehmen, oder? Yep. Ist da irgendwas raus?
Ja, das rendiert sich nicht so wirklich. Oh, wo? Bei mich gerade, wo kamst du denn schon wieder her? Ist da oben noch irgendjemand, Hallöchen? Eventuell ja. Oh, mal kurz zu, man weiß ja nicht. Aloe Vera Creme, oh, das wäre interessant. Wisst ihr was, komm. Nimm mal das dafür mit. Hm? Ja, Hallöchen. Was machen Sie denn hier? Ich glaube, da möchte auch jemand durch, oder? Da möchte sowas von jemand durch. So, nicht mit mir. Nicht mit mir. Auch nicht mit mir. Beide schon tot. Ich bin ja verzückt und entzückt gleichzeitig sogar. Okay, nicht mal mehr dafür habe ich Platz. Komm. Ein nächstes Wett. Das ist gerade ein bisschen mehr wert. Und ganz... Ich wollte gerade sagen, wo kommt ihr denn auf einmal her? Sage mal, hörst du auf, mir gefälligst einen mitzugeben? Ich glaube, ich bin. Aua. Das hat weh, meine Wüste. Das hat auch weh. Anstatt, dass sie jetzt ums Eck rumlaufen. Nein, müssen sie natürlich alles kaputt machen. Sage mal, echt schlimm hier. Pflastersteine. Ich glaube, den kann ich doch bestimmt noch aufknacken, oder? Ja, ein paar Einzelteile kann man immer noch rausholen. Aus irgendetwas. Glas hat man, glaube ich, auch noch ein bisschen was übrig. Kühlschrank? Ja, und nicht ein bisschen benutzen, dann sind wir auf. Ich kann sagen, dann sind wir oben mit dabei. Auch nicht so viel. Ah, guck mal, ein paar Vorräte. Jede Menge Gläser. Das waren sinnfreie Vorlagen. Ah, dort haben wir noch eine kleine Arzthelferin. Hallo? Nein, ich möchte das hier. Ich weiß immer nicht, warum der durch den ganzen hier durchschlägt. Das ist einfach unverständlich für mich. Oh, Hallöchen. Ernsthaft ist es hier. Die wollen mich verarschen. Ah, okay, es ist nur normal verschlossen. Aha, aha. Gibt's doch noch einen Weg nach oben, so wie es ausschaut. Mit, oh je. Mit noch mehr Sachen. Moment. Das Problem haben wir gleich gelöst. Da waren wir es auch, da waren wir auch. Ach, da geht's wieder nach unten, okay. Ich würde sagen, lass mich doch mal hier kurz durch, genau. Und dann sind wir nach hinten durchgegangen. Mhm. Okay, ich höre gerade was, aber ich sehe nichts. Dann könnte es ja nichts arg so weit hier sein. Ich meine, arg weit herren können sie eh nicht. So, haben wir denn ein bisschen was aus dem Einlagen können? Ja. Zum Glück haben wir ein bisschen was aus dem Einlagen können. Oh, das hätte ich mir jetzt echt Sorgen gemacht. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Oder brauchen wir irgendwas hier drin nicht? Eigentlich. Das sind schöne Sachen. Es wäre schade, wenn ich irgendwas davon weggeben müsste. Das könnte ich noch angucken. Weil ich hab doch, glaube ich, verändern, das war's, ne, da? Das ist schön, dass du wieder irgendwo was abwischst, was quasi zu weit weg ist für mich. Da muss ich jetzt nicht unbedingt hinrennen. Veränderung, Modifikation, ah, guck mal hier. Hm? Ach, weil der schon eine hat. Oh, ernsthaft.
Okay, soviel zu dem Thema. Kann ich das zerlegen und dann irgendwie wieder einbunkern? Metall, okay. Wo kommst du denn schon wieder her? Sag mal. Moment, ich komm gleich rüber. Es wäre nicht so, als wäre drum rumlaufen vielleicht die einfachste Methode, aber okay. Ich akzeptiere mal, dass ihr einfach nicht gerade das macht, was man eigentlich machen sollte. Genauso wie hier. Ich meine, dadurch haben wir jetzt einen schnelleren Zugang zu allem. Sag jetzt auch mal nicht näher dazu. So, genau, hier mussten wir rum, da mussten wir rumlaufen und et voilà. Wir waren hier. Also jetzt würde ich mal sagen, haben wir mehr als guten Durchgang. So, hallo. Hm, was? Oh je. Nicht mit mir. Nicht mit mir. Nein, 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 nein. Aua. Gutste Frau, nicht mit mir. Glaub's hakt hier. Kriegen wir hier zumindest irgendwas? Ah, Bauplan für eine AK. Warum nicht? Oh je. Okay, ich habe sie gehört. Ach, da gibt es auch noch einen Hintereingang hier hinten. Okay. Munition sehen wir auch schon mal. Ich kann sagen, wenn du runterfallen möchtest, lieben gerne. Aber bitte nicht auf mich. Beide tot. Wo ist der Nächste? Wo ist der Nächste? Da ist der Nächste. Ja, Hallöchen aber auch. Ich habe gehört, sie lieben es, ins Gesicht geschlagen zu werden. Da bin ich so quasi ein Fachmann dafür. Oh, oh Gott. Oh Gott, er hat's gemerkt, er hat's gemerkt, er hat's gemerkt. Jiha. Okay, Bunkerbrecher, mehr bei Steinen. Moment, haben wir den schon? Bunkerkammer. Ah, schade. Lass den mal kurz reparieren. Warum nicht verändern? 15% und nochmal 15%. Schade. Können wir noch einmal reinmachen. Das wäre das Schönste gewesen, wenn wir das hier noch verdoppeln könnten irgendwie. Aber man kann nicht immer alles haben. Bücherregal. Compoundbogen? Ja, könnte hilfreich sein. Wenn wir mal zur Gaudi wieder mal einen Bogen oder so nutzen möchten. Ah, guck mal her. Es gibt da noch ein Dachgeschoss. Liegt hier auch noch irgendwas drauf? Nein. Ah, ein Skaterpark haben wir noch da drüben. Hier haben wir noch was. Ja, die Stadt ist dann ziemlich schon mal untersucht zumindest. Noch nicht leergeräumt. Kann man auch wieder geräumt. Aber ich hab... Ernsthaft. Anscheinend ja. Anscheinend ja, oh Mann. Zerlegen. Glas brauchen wir immer. Haben wir irgendwas noch drin? Yep, zerlegen. Nahrungsmittel mitnehmen. Da ist nichts mehr drin. Da, doch, da ist noch was. Nichts mehr von Wert, so quasi. Aber was soll's. Oh, Hallöchen. Goldrute. Das ist, ich wollte gerade sagen, mach bitte den Schrank da vorne. Das ist auch nicht schlecht. Ich sehe jetzt schon unseren kleinen Kräutergarten entstehen. Wunderbare Natur, wunderbare Natur. Soll ich nehmen auch noch eins mit? Das heißt, wir haben hier eigentlich, wenn wir dann oben noch quasi das Dach noch schnell gemacht haben, soweit hier eigentlich alles erledigt, wenn ich das gerade richtig sehe. Da gab es nichts mehr, da gab es nichts mehr, da auch nicht. Wie gesagt, müssen wir kurz nach oben gehen. Das haben wir gleich. Haben wir Leder momentan auch im Inventar? Nein, haben wir nicht. Okay. 6 Kohle. Ich würde gerade sagen, die können wir auf jeden Fall mitnehmen. Das haut immerhin. Haben wir im Mülleimer noch irgendwas Interessantes? Nein. Wie viele Verstecke habe ich in letzter Zeit nicht durchwühlt? Weil ich mich gerade ernsthaft...
Schraubenfedern. Keine Schraubenfedern kann ich aufnehmen. Okay. Dann tun wir mal... Was tun wir mal? Das legen wir das einfach. Davon müsste man nämlich noch eine Handvoll zu Hause haben, würde ich mal behaupten. Mir noch irgendwie was? Nein. Können wir es auseinanderbauen. Hier irgendwie medizinische Schränke, irgendwas Interessantes. Zerlegen, was soll's. Was soll's an der Stelle? Hier ist bisschen ist gut. Oh, warte mal. Ich sehe da was. Ich sehe da was. Sagen jetzt Material, das wir abbauen können, ist ein gutes Material. Eieieiei. Ist das noch irgendwas übersehen vielleicht? Eieiei, okay, Moment. Das ist mir jetzt so ein bisschen im Weg bei der Aktion. So, wunderbar. Dann sagen wir klopfen und klopfen. So, munitionstechnisch haben wir Schrot finden wir jetzt. Und das ist schon mal gut, schon mal sehr gut. Zwei Eier. Mhm. Was haben wir hier oben? Zerlegen, zerlegen. Ich kann nicht zerlegen, okay. Verschlossene Truhe, was haben wir da noch drinnen? Eine Lederkapuze. Silberklumpen, ein roher Diamant. Das ist interessant, das ist sogar sehr interessant. Ich glaube, wir sollten da kurz nochmal nach unten gehen. Ein paar Sachen machen, weil den Diamant möchte ich auf jeden Fall da oben mitnehmen. Da könntest du aber auch drauf lassen, dass ich den mitnehmen möchte. So, wie weit geht denn das hier überhaupt? Oh! Stimmt, da war ja immer noch so eine kleine Aktion hier. Nicht mit mir. Vögelchen nicht bei mir. Das kennen wir nämlich schon zu gut. So, das kommt auch noch weg. Jetzt sind wir schon so voll? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir sind wirklich schon so voll. Abbauen brauchen wir jetzt nichts mehr. Außer den kleinen Vogel hier noch. Yeah, verrottetes Fleisch. Wunderbar. Mehr konnte ich mir gar nicht mehr wünschen. Okay, so, jetzt können wir einmal nach oben rennen. Die normale Variante. Weil ich weiß nämlich nicht, wie ich anderweitig hochkomme. Runterkommen anscheinend geht immer leicht. Einfach runterfallen, passt schon. Haut hin. Als andere, dauert zu lange. Ah, hier geht's noch schneller rum. So, das brauchen wir als nicht, haben wir gesagt. Gibt es auch nicht. Hätte ja sein können. Wir wissen ja mittlerweile, dass die Suche nach Gegenständen hier auch ziemlich interessant sein kann. So, dann zack. Das zu sägen. Gerade sagen, kann man die Tasche dann einbuchsen? Tatsache. Okay, ich sage nicht mehr dazu. Haben wir kein Plastik? Wir haben kein Plastik mehr. Ach, Einzelbauungsgas können wegschmeißen gegen 17 Plastik. Das ist in Ordnung. Ja, jetzt wird es langsam etwas. Da haben wir auch noch ein bisschen was drin gehabt, gell? Yep. Militärbeinschienen. Zu legen, zu legen. Den hätte ich gerne noch. Den noch zu legen. Weg damit. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Moment, Moment. Okay, müssen wir noch einmal machen. Sorry, das ist wie zügig. So. Ein letztes Mal bewegen wir uns noch kurz hin. Da brauchen wir Blasfedern. Wir sogar noch das ganze alte Zeug rumflacken. Oh je. Es fängt schon wieder an zu schneien da draußen. Sage mal. Kann ich dir nichts einlagern? Doch, hier zwei Sachen zumindest. Eins, zwei, drei. Vier Plätze habe ich frei, das sollte ausreichen. Es sollten, glaube ich, noch drei Gegenstände oben sein, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ich hoffe mal, ich irre mich nicht, sonst wäre das nämlich echt unschön. So, und danach können wir, glaube ich, wirklich sagen, wir dampfen ab. Weil eine Schule und ein normales... Ups, das war ich nicht. Und ein normales Gebäude nochmal durchzuschauen, ich glaube,
ist ein bisschen sinnfrei an der Stelle. Gerade wenn wir ja eigentlich eher Beton haben wollten und natürlich wie immer mit 5000 anderen Sachen daherkommen. So. Ein Ei, das war schon mal gut. Hat. Kann ich nicht? Okay, Moment. Dann weg damit. Dann weg damit auf jeden Fall. So. Und das war's. Offiziell feierlich kann ich sagen, das war. Hahaha, Hilfe. Zu schnell soll ich natürlich nicht runterrennen. Das wäre nicht ganz so gesund für uns. Sordle. Was haben wir denn noch? Hier haben wir ja was. Hier haben wir was. Und wir sollten wirklich zurückfahren, würde ich mal behaupten. Ich glaube, hier finden wir auch nichts mehr an Diner fürs Essen, aber. Das sollte eigentlich auch egal für uns sein. Bierpool, Gegenstände. Ist das ein Militärlager noch hier? Ja, aber da war ich schon, so wie es ausschaut. Denke ich zumindest. Ich sag einfach mal, ich war schon dort. So, was haben wir denn hier noch? Ein Lager. Hier gibt es ein freies Feld. Das ist eine Bauruine, so wie es ausschaut. Da könnte es vielleicht noch ein bisschen was zu holen geben. Wenn ich jetzt schwören könnte, ich hätte gerade wieder was gehört. So, ich muss bloß irgendetwas. Kann ich nichts mehr reinmachen? Du verkackerst mich doch jetzt. Okay, dann tun wir dich immer austauschen. Gerste haben wir auch ziemlich viel drin. Stahl, Eisen. Ach, Schneebären, Heilbären sind zwei Paar Schuhe. Okay. Zerlegen, um das reinzumachen. Bekommen wir Papier raus. Habe ich Papier nicht irgendwie hier? Ja, habe ich sogar. Versuche gerade ein bisschen was zu machen. Das muss zum Beispiel an Pflasterstein ist recht gut. Dass wir das dagegen austauschen. Ah, da haben wir nochmal was raustauschen können. Das wäre noch was, aber wenn wir den aufteilen, das wird es auf Dauer auch nicht bringen. Nee, komm. Guck mal, dass wir mit dem jetzt noch irgendwas reißen können. So, einmal anklopfen. So viel zu dem Thema. Gestiegen anklopfen. So, Hallöchen. Gibt es hier irgendwas Interessantes für uns? So, Schutt ist es auf jeden Fall. Wie kann ich den abbauen? Oh, der ist sogar profitabel, wenn wir hier ein bisschen was abbauen. Okay. Wir schauen erstmal drumherum. Gibt es noch irgendwelche Sachen? Weil ich meine, meistens, wollte ich gerade sagen, hilft uns der Schutt ja nach oben zu kommen in den höheren Ebenen. Ja, Vogel brauchen wir diesmal nichts. Blei hätte ich schon gerne. Ein Ei in Ehren kann niemand verwehren. Warte, hopp. Ja, ich würde sagen, du bist auf jeden Fall noch am Leben. Oh, Hallöchen. Jetzt gibt er Ruhe. Hat aber auch ein bisschen gedauert, muss ich zugeben. Hat auch ein bisschen gedauert. Was ist das denn? Das rentiert sich nicht zum Abbauen. Jungs, ihr seid einfach zu langsam. Sorry. Da kann ich auch nichts machen. Ihr seid da viel zu langsam. Hier irgendwas da? Auch nichts. Ganz oft, da kann man hochgehen, aber es gibt nichts. Ein paar Eier sind zwar schön und gut, aber. Oh, das könnte was sein. Oder auch nicht. Na, das sieht auch nicht so frohlockend aus. Hallöchen. Wer stellt denn sowas hier direkt vor die Haustür? Ah, okay. Zerlegen.
Karotten. Na, so ist erstmal ein Blaubeerkuchen. Hm? Wer, wo und warum? Moment. Ich glaube, wir müssen da kurz jemanden raushelfen. Oh, Hallöchen aber auch. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt doch ein so schöner Kill. Kein Platz mehr im Inventar. Ja, gut, dann haben wir jetzt ein bisschen was. Yucca-Samen? Scheiß drauf. Oh, ernsthaft? Okay, kommen wir auf jeden Fall nicht von hier. Leere Dose, Goldruten. Das war uns egal. Wen höre ich da? Es ist auf jeden Fall nichts hier oben. Das würde ich auf jeden Fall mitbekommen. Ein Sportsack. Mit nichts drin. Okay. Natürlich ist... Komm, benutzen wir soll's. Was soll es an der Stelle? Auch wenn wir nicht infiziert sind, wir nehmen es trotzdem, weil ich bezweifle, dass wir so schnell hier wieder zurückkommen werden. Das bezweifle ich sogar sehr. Wir können ja das nochmal knacken. Vielleicht kriegt man ja dann auch irgendwas raus, was wir abschaffen können. Und dann gibt es eine wunderbare Nachttour, würde ich sagen, oder? Wobei, die kann ich kurz offscreen machen. Ich glaube, das mache ich offscreen kurz. Das ging jetzt schnell und gut. Das sind interessante Sachen, die sie mir gerade vorschlagen. Okay, wir brauchen keine Baseball-Navigation. Aber eine Ersatzschrotflinte wäre recht gut. Weg mit dem Glas. Ich glaube, wir können noch ein, zwei Sachen nach unten einbürgern, würde ich mal sagen. Und das kriegen wir... Oh, Hallöchen. Gerade sagen, ey. Nicht mit mir. Hören Sie sofort damit auf. Hören Sie auf damit. Ich glaube, ich spinne hier an der Stelle. Oh, eine Kühlbox. War klar. War klar. Wie gesagt, Steine können wir da auf jeden Fall noch ein bisschen was abbauen. Weil Nacht ist Nacht. Es ist dann quasi egal, was wir da großartig noch machen. Das können wir noch. Genau, das können wir auch noch mitmachen. Beziehungsweise... Ja, gut, was soll's. Nichts mehr? Gar nichts mehr davon. Jetzt legen wir das noch. Gibt zumindest noch ein bisschen Stahl hinzu. Sag ich nicht ja, so gut, dann holen wir jetzt hier erst ein paar Sachen. Ich brauche ein bisschen mehr Licht. Ja, das ist besser. Das ist doch wesentlich besser. Dummer Sandsturm, Sandsturm sei schon so ein Schwachsinn. Dummer Schneesturm hier. Warte, nee, war damals dabei, oder? Yep, da sind wir zu Hause. Hm. Ja, passt schon. Passt schon. Müssen wir mal gucken, ob wir noch so eine Feuermodifikation auf die Axt bekommen könnten. Weil das wäre echt cool. Also, hab ja vergessen, ich kann ja gar kein Glas mehr mitnehmen. Das geht ja nicht. Okay. Ich hätte gedacht, ich bekomme da noch ein bisschen was anderes raus. Ist es da drüben anderer Schutt oder wie? Ach, der Bruchstein explodiert einfach nur vor mir. Okay. Dann ist klar, dass ich den nicht bekomme. Das heißt, ich muss ja da drüben jetzt auch... Yep. Ja, ich habe definitiv Fußsachen bekommen, ich habe es bloß nicht eingesammelt. Ei, der Witzka, okay. Ey, ja, eiert nur rum. Das müsste ja einiges gewesen, oder? 35, es geht. Es geht, hupole. Da ist der Sound so quasi an.
Was so viel heißt, die Folge ist rum. Aber ich mache hier dann einen klitzekleinen Cut. Und wir sehen uns quasi, wenn ich in der Basis bin, denn die Fahrt nach Hause, ich glaube, die muss ich jetzt keiner mit mir zusammen antun. Deswegen macht es gut, bis zur nächsten Folge und tschüss.